Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ja, ich wünsche euch natürlich nur nachträglich schönen Ostern oder so. Ich habe nicht so viel mit dem Fest am Hut. Deswegen herzlichen Glückwunsch, Jesus, dass du auferstanden. Also, dass du wieder auferstanden bist. Ja, gut, Leute. Wir spielen heute. Ach ne, er ist nicht wieder auferstanden. Noch nicht. Er ist da gestorben. Stimmt, sorry Leute. Ich weiß Bescheid, ja. Ich weiß das. Ich hatte Religionsunterricht. Ich weiß, was am Karfreitag war. Da wurde er gekreuzigt. Ja, okay Leute, ne. Ah ja, wir spielen hier. Habe ich gesagt, willkommen euren Freunde? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob es beim ersten. Och Mann, wieso bekomme ich immer so Müll von der Mutter hier? Das ist ja schrecklich. Ich weiß gar nicht, ob am 1.4. hier die Katze zu Besuch war, diese komische Streichekatze. Ich habe keine Ahnung. Moritz, warst du so lange? Wo warst du so lange? Wir haben mindestens seit einem Monat nicht gesprochen. Was? Du warst auf der Insel? Hast du einfach versteckt mit mir gespielt? Das geht doch nicht. Ich sag mir vorher Bescheid. Es ist mal weinig, wenn du plötzlich verschwindest. Okay, danke Victor für dein Mitgefühl. Ja, ich habe mir eigentlich erhofft, dass es ein großes Update gibt. Für das Einjährige. Aber im Prinzip gab es quasi nichts. Also nichts Kostenloses, weil diese Amiibo-Karten, ne, die sind immer noch nicht da. Die kommen erst am 18. April, Leute. Die gab es nicht in Deutschland. Die wurden hier nicht produziert. Und deswegen muss man irgendwie anders da rankommen. Hat Nintendo sogar bestätigt, dass in Deutschland keine produziert werden. Das ist echt lustig. 18,99 habe ich bezahlt, Leute. Für 6 Amiibo-Karten. Das ist eigentlich so gesehen wie ein Skin, ne? Oder ein Erweiterungspass, irgendwie sowas. Aber ich habe mir 18,99 ausgegeben, nur für Möbel und für ein paar Bewohner. Das ist schon ein bisschen traurig, oder? Ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal nochmal machen werde. Ich weiß es nicht. Aber ich fand die Objekte eigentlich ganz cool, die es da gab. Die habe ich mir bestellt, die schauen wir uns gleich auch an. Muschetor haben wir, oder? Ja, Muschetor haben wir. Ja, ist irgendwie seltsam, ne? Also, ich warte immer noch auf ein Café, auf die Wahrsagetante. Aber die ist ja jetzt im Handy drin. Wenn man sich täglich einloggt, dann schenkt die einem irgendwann was. Die Esmeralda. Apropos Handy, das sollte ich vielleicht mal kurz machen. Das habe ich nämlich schon die letzten 10 Tage nicht mehr gemacht. Weil das nervt ja richtig, dass man da immer dann draufklicken muss, dann einsammeln. Und ja, wir haben auch natürlich wieder, ich glaube, noch eine Serie habe ich beendet. Was echt hart ist, ne? Was habe ich denn die ganze Woche gemacht? Ich weiß es gar nicht. Oh, ich habe... Morgen kannst du weitere nur Punkte sammeln. Und Weisheit des Tages von Esmeralda. Eine Grundreinigung des Heimes kann verloren Geglaubtes zutage bringen. Auf das dir der Stern diese Weisheit heute im Weg weist. Wow, cool. Haben wir das auch geklärt? Ja, ich hätte nur eine Serie durchgeschaut. Den Anime hier mit diesem Dragon, das hatten wir glaube ich letztes Mal. Meine ich. Also ich wünsche mir natürlich auch noch andere Sachen hier, ne? Die Wahrsagerei hätte ich gern, das Café. Endlich eine Erweiterung von Nepp und Schlepp. Dass Grazia vielleicht dann irgendwann da reingeht. Oder Mina halt, wie auch immer. Wieso gehe ich jetzt hier schon wieder rein? Ich weiß es nicht, Leute. Ich suche eigentlich nur die Flaschenpost. Ja, oder mal irgendwas Neues. Also neue Häuser. Wie wäre es eine eigene Gärtnerei für Gerd? Das wäre doch cool. Ohne mit Nepp und Schlepp sich zusammenzuschließen. Das finde ich cool. Oder so generell noch ein paar Läden. Aber mir fällt jetzt auch gar nichts. Anziehladen haben wir, Möbelhaus haben wir. Was fehlt denn? Was gäbe es denn noch? Lebensmittelläden.
Aber das könnte ja dann Gerd machen mit der Gärtnerei. Ne? Oh, mir wird spontan auch tatsächlich nichts einfallen. Polizeistation. Aber braucht man das in Animal Crossing? Ich glaube nicht. Hallo Misuzu. Es gibt auch neue Items im Dings, deswegen ziehe ich mal eben mein das hier aus. Zack. In der Schneiderei, da gehen wir gleich auch mal gucken. Denn oder die Zeit ist schon vorbei, ich weiß nicht, ich meine bis zum 10.04. Aber kann auch sein, dass die Zeit schon vorbei ist. Mann, wo ist denn die Flaschenpost? Sag mir bloß dies. Sag mir nicht, die ist da bei diesen kleinen Dingen da. Ich überlege die ganze Zeit noch, welche Gebäude man noch reinmachen könnte in so ein Spiel. Schmiede wird nichts bringen. Finde ich echt schwer. Krankenhaus, aber so wirklich braucht man das hier dann auch nicht. Oh, die Ostersachen sind auch schon weg. Normalerweise haben die hier immer Osterzeug stehen. Ich dachte, das geht bis zum 10. Okay. Ich dachte echt, das geht bis zum 10. Seltsam. Das Ost bis zum 10. da ist. Die haben es ja um 4 Tage verkürzt, aber haben sie es jetzt doch noch so krass verkürzt? Hallo Schubert. Genau, ein Schuhgeschäft. Wäre auch cool. Aber du hast wirklich immer nur Müll, leider. Immer nur Müll. Dann holen wir uns noch die Mine ab. Ich meine, die bringen uns wahrscheinlich auch nichts mehr. Weil hier kommt ja auch kein Content, ne? Naja, egal. Wollen wir endlich mal... Obwohl, warte, ich will noch eben zu... Tina und Sina gehen. Und dann können wir über die Serien reden, beziehungsweise über die Serie, die ich jetzt abgeschlossen habe. So. Melinda. Okay, Angelturnier. Oh, ich habe einen Pokal. Ach, die haben noch zu. 9 Uhr, oh, 8 Uhr 51 haben wir, okay. Okay, dann schauen wir uns die Sachen nicht an. Oder es kommt auch an, wie lange ich jetzt noch über die Serie rede. Ja, machen wir so. Obwohl doch 9 Minuten, doch, haut hin. Schauen wir uns dann am Ende an. Okay, Leute, dann, warte, wir gucken ganz kurz. Klassik Bücherwand, haben wir schon. Ja, und zwar geht es um die Serie The Magicians. Da, das sind die. Von rechts nach links. Rechts haben wir Quentin, der Hauptdarsteller, so gesehen. Dann daneben Julia. Julia ist eine Randmagierin. Also, warte, ich erkläre erstmal, um was es überhaupt geht. Es geht um eine... um Magier, die eine Schule besuchen. Und dann aber die Welt retten müssen, indem sie in eine andere magische Welt reisen müssen. Und die heißt Fillory. Und von Fillory gibt es auch eine Bücherreihe oder ein Buch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele Bände. Ja, und Quentin ist der Einzige, der Fillory komplett durchgelesen hat. Und der leitet dieser so ein bisschen durch und hilft ihnen, damit dann die Welt zu retten. Er ist halt der Hauptcharakter, er muss halt die Welt retten, denn seine Schule wird eines Tages von so einem Insektenviech aus Fillory angegriffen. Und die versuchen dann zu, ja, die Menschheit und alle anderen Zauberwelten zu retten. So, und Quentin ist Best Friend mit Julia, aber Julia wurde nicht an der Zauberschule angenommen, weil die Zauberschule hat kein magisches Potenzial erkannt bei ihr. Und ja, aber bei ihr entwickelt sich dann doch auf einmal ein magisches Potenzial. Und sie wird anschließend, ich will jetzt nicht spoilern, dann hört mal kurz 5 Sekunden nicht zu, sie wird anschließend zur Gottheit. Aber verliert diese dann auch wieder. Ja, so, ihr könnt wieder zuhören, bla 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 bla. Dann haben wir noch oberhalb, ja, 2 nervige, dessen Namen ich nach 5 Staffeln nicht weiß. Warte, vielleicht komme ich eben drauf. Ich muss mal kurz gucken.
Quentin, Julia. Studentin Alice. Alice ist die Blonde, das weiß ich. Das ist, die ist auch sehr wichtig. Penny ist ganz links. Der kann sich teleportieren, ja, durch Raum und Zeit. Auch richtig cool. Dann hätten wir Margot. Margot ist die in der Mitte mit der Krone. Und dann Elliot. Elliot, genau. Die beiden werden später in Fillory zu den Königinnen, König und Königinnen, zu den Herrschern. Und müssen das Reich dann leiten. So, und das passiert also in den ersten 2-3 Staffeln. Und ich bin aber schon in der 5. Leute. Und die 5. Ich weiß nicht, ob das die letzte ist. Ich kann es mir eigentlich tatsächlich nicht vorstellen, weil jemand tot ist und man nicht weiß, ob der wiederkommt. Ich bin mir so unglaublich unsicher bei dieser Serie, ob er wiederkommt oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Sonst weiß man ja eigentlich, ne? Okay. Ja, okay, der ist jetzt wirklich für immer tot. Für immer tot. Aber bei der Serie weiß ich es einfach nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Achso, Leute, ne? Staffel 2 ist richtig eklig. Oder Staffel 1, ne? Da müsst ihr euch durchquälen. Aber danach geht die Ekligkeit erstmal wieder weg. Ich weiß es wirklich nicht, ob er wieder leben wird oder nicht. Und weil es fühlt sich eigentlich schon abgeschlossen an, außer den Tod. Aber ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, wie diese Person gestorben ist. Das ist ja noch ein Problem, Leute. Es ist ein Problem beim Binge-Watchen, dass man dann vieles nicht mehr weiß. Ne? Vor allem, wenn das dann immer ein Jahr her ist und man die Serie nicht nochmal schaut. Weil 5 Staffeln, die ziehen sich manchmal. Und ja. Ja, ist einfach funny, Leute. Einfach funny. Und wer Harry Potter liebt, nur etwas düsterer, der wird schnell die Liebe zur Serie finden, tatsächlich. Die Serie macht wirklich viel, 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 viel richtig und viel, 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 viel cool. Viel, viel cool. Einfach mega cool. Die Serie ist echt cool. Macht so vieles cool. Und so viel ist magisch. Und das gefällt mir sehr. Und dann, dass es nicht nur um Magier geht, sondern um auch Götter und Engel. Das ist richtig cool. Oh, kann ich etwas für dich tun, Nimue? Kommenden Sonntag wird das Angelturnier abgehalten. Ich nehme an, du wirst teilnehmen. Beim Angeln muss man nicht viel herumlaufen und schwitzt auch nicht so. Das schätze ich sehr daran. Ja, oh, süßes Kleine. Also, wenn euch die erste Staffel gefällt, dann werden euch auch die zweite und die dritte Staffel gefallen. Staffel 4. Staffel 5. Deswegen wäre ich eigentlich glücklich gewesen, wenn es jetzt zu Ende wäre. Deswegen hoffe ich eigentlich ein bisschen, dass die Serie zu Ende ist. Aber ich würde mich auch noch auf eine nächste Staffel freuen. So ist es nicht, ja? So ist es nicht. Ach ja, ich hatte gerade ein richtiges Problem. Ich habe ja dieses Bild hier rausgesucht, ne? Ich wollte eigentlich jetzt kein Bild nehmen von keine Ahnung, so ein DVD-Schuber, ja? Oder sowas. Aber es ist so unglaublich schwer, ein schönes Bild da zu finden. Von der Serie. Also ich glaube, die sind alle nicht fotogen. Ich habe kein cooles Bild gefunden. Kein cooles Bild, was wirklich die Serie ne, auszeichnet. Hier, was zeigt uns dieses Bild aus? Irgend so ein Gestrüpp, eine Treppe und Fenster. Das hat so gesehen gar nichts mit der Serie zu tun. Nichts, 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 nichts. Nichts. Ich habe einfach kein gutes Bild gefunden. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Dieses Bild repräsentiert die Serie auf jeden Fall nicht. Wirklich. Ja. Ah ja, die zaubern nicht mit Zauberstäben, sondern mit ihren Händen. Und das sieht richtig cool aus. Das habe ich so oft nachgemacht im Bett. Nachts immer.
Weil die zieht. Das sieht so aus, als ob die Fäden ziehen mit vier Fingern halt. Zwei Finger rechts, zwei Finger links. Und dann ziehen die so unsichtbare Fäden so miteinander. Und das sieht richtig cool aus. Das sieht wirklich, wirklich anders aus. Ich weiß gar nicht, ob es Bücher davon gibt. Ich guck mal eben ganz schnell, wir haben ja noch Zeit. Basiert auf der gleichnamigen Romantrilogie des Autors Lev Grossman. Oh. Wie viele Romane hat er denn? Lev Grossman. Ich guck mal ganz kurz, wie viele Dings gibt's. Lev Grossman. Wie viele Bücher der hat, das würde mich jetzt gerne. Das würde ich jetzt ganz gerne wissen. Ich guck mal ganz kurz, da gehen wir da kurz rein, ja? Books. Aha, New York, The Magicians. 1, 2, 3, 4. Und dann gibt's noch 1, 2, 3, 4 Comics. Okay. Oh. Das scheint wohl Erfolg gehabt zu haben. Vielleicht sollte ich die Bücher auch lesen. Weil die Serie ist echt gut. Bücher sind ja meistens besser, ne? Aber meistens lese ich sie auch nicht komplett durch. Nur bis zur Hälfte. Hallo, Tina, Sina. Hallo, 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 hallo. Ja, was ist? Was haben wir denn ein schönes? Was ist das denn? Staffellauftop. Oh Gott. Sport. Weg damit. Weg damit. Oh Gott. Die sind doch noch da. Okay, genau. Die zwei sind, glaube ich, neu. Die Abschlusskronen-Dinger. Die Diademe, die gab es, glaube ich, schon vorher. Also die Abschluss. Oh, cool. Die sehen ja echt hübsch aus. Also die kaufe ich beide. Die kaufe ich beide. Oh, ich sehe so gut aus. Ja gut, Leute. Sonst habe ich jetzt einen neuen Anime angefangen. Ich würde euch den Namen ja sagen. Aber ja, so gut wie ich bin, habe ich den jetzt gerade vergessen. Genau, Detective Conan, ne? Dann möchte ich jetzt eigentlich Titans mal so schauen. Und The Circle kommt am 6. Da freue ich mich sehr drauf, also morgen. Und ja, Samstag gab es jetzt kein Animal Crossing Video, weil ich war so fertig mit Pokémon Azumarill fangen, ja. Da hatte ich keine Geduld mehr für Animal Crossing, Leute. Ja gut, Leute, Wartet, wir wollten doch noch die Abschlussmöbel sehen, die ich hier habe. Und wir hätten auch die Röhre benutzen können. Es ging viel, viel schneller. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. So, dann gehen wir mal rein. Rein in die Stube. Wo ist denn nichts drin? Ich glaube, hier hinten ist nichts drin, oder? Können wir aber nicht rein. Ist hier was drin? Ich weiß es gar nicht. Nö, hier ist so gut wie nichts. So, dann wollen wir mal gucken. Was haben wir hier denn? Stimmt. Die Härchentags-Dinger habe ich gekauft. Und die sehen echt cool aus. Guck mal, so ein Hase. Also, da war ich echt überrascht, was für coole Möbel die dann hatten. So eine Flagge. Sieht auch cool aus. Finde ich. Auf dem Boden. Okay, nee. Blumenkasten. Der sah schön aus. Guckt euch das an. Wow. Wieso gab es diese Möbel nicht schon vorher, ey? Aber die sind echt hübsch. Wirklich. Also die gefallen mir wirklich sehr gut. Das schieben wir mal hier hin. So. Dann sieht es aus, als ob der Hase da wirklich steht. Was haben wir hier noch? Tuchspinne, das müssen wir nicht zeigen. Abschlussballboden. Den würde ich gerne mal gucken.
Horizontal. Ah, Konfettiboden, also einfach nur. Und eine Tapete. Und eine Schärpe. Tragen. Ah, ach, so eine Schönheitskönig. Schärpe, cool. Ah, die Sterne blinken. Das ist auch cool. Ja, das ist echt cool. So, was hatten wir noch was? Ich guck mal eben. Herrchentagbaum, genau, den haben wir auch noch gekauft. Der sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ja. Passt sogar eigentlich, ne? Wenn man das hier so schmückt. Ostern und Abschlussfeier zusammen. Schon cool. Ja gut, Leute. Das war's dann mit Animal Crossing für heute. Wir sehen uns dann am Samstag wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.